Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Biotechnologie TV, dem Nachrichtenmagazin von biotechnologie.de. Warum ist der Neandertaler ausgestorben? Wie hat er gelebt? Und wie ähnlich war der Neandertaler uns Menschen? Um sich diesen Fragen zu nähern, haben Leipziger Forscher ein ehrgeiziges Ziel. Sie wollen das gesamte Genom des Neandertalers entschlüsseln. Jetzt konnten sie einen ersten großen Erfolg vermelden. Vor etwa 30.000 Jahren ist er ausgestorben. Geblieben sind vom Neandertaler vor allem die Knochen. Daraus wollen die Forscher am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie das Maximum an Informationen herausholen und das Erbgut des Neandertalers entschlüsseln. Eine erste Rohfassung des Genoms liegt nun vor. Mit Hilfe der Neandertaler-Gene hoffen die Forscher herauszufinden, wie wir Menschen zu Menschen wurden. Wie begeistert man Jugendliche für Biotechnologie? Zum Beispiel, indem man mit einem einzigartigen Gefährt und einer spannenden Ausstellung durch Deutschland tourt. Genau das macht das Biotechnikum, das gerade Station in Berlin gemacht hat. Die Verbrauchermesse Grüne Woche in Berlin. Vor dem Eingang steht ein riesiger Truck, das Biotechnikum. Einige junge Messebesucher sind neugierig geworden. Meist kommen die hier rein und sind erstmal sehr aufgeregt, überhaupt sich hier alles anzugucken, weil das ja auch ein beeindruckendes Gefährt ist, wenn man von draußen schaut. Und dann kommen eben die Fragen, was ist das, was kann man hier machen? Und man kann sich eben Biotechnologie auch angucken. Die Besucher können spannende Computerspiele spielen und lernen dabei, wie eine Zelle funktioniert. Und sie können viele Laborgeräte bestaunen und bekommen so spielerisch eine Idee davon, was Biotechnologie eigentlich ist. Das mobile Biotechnikum kann übrigens von Schulen oder anderen Einrichtungen gebucht werden. Mehr Informationen finden Sie auf der Website biotechnikum.eu. Vier Studenten langweilen sich im Labor und blödeln herum. Heraus kommt ein Rap-Song über Transforming DNA, der auf dem Videoportal YouTube ziemlich beliebt ist. Unsere Auslese. Transforming DNA, it's a process not too hard. Es ist also nicht schwer, Bakterien-DNA zu verändern. So besingen die Jungforscher der Universität von Toronto in Kanada ihre Laborarbeit und zeigen, dass Experimentieranweisungen ganz schön cool klingen können. Die molekulare Diagnostik ist aus dem Alltag von Ärzten nicht mehr wegzudenken. Nur mit ihrer Hilfe können Proben wie Blut und Gewebe bis ins kleinste Detail untersucht werden, zum Beispiel auf verräterische Spuren von Krankheiten. Jedes Labor hat seine eigene Art, Patientenproben zu gewinnen und weiterzuverarbeiten, bevor diese überhaupt analysiert werden. Dieses Durcheinander führt zu Analyseergebnissen, die nicht miteinander vergleichbar sind. Das soll sich mit dem Projekt Speedia ändern. Unter deutscher Leitung werden hier einheitliche Standards im Umgang mit Patientenproben erarbeitet. Dafür gibt es 13 Millionen Euro von der EU. In unserer Rubrik Kreidezeit haben wir Ihnen bereits die Stammzellen und die RNA-Interferenz erklärt. Heute geht es um die Epigenetik. Die Epigenetik ist ein sehr junges Forschungsfeld, das gerade so richtig boomt. Und zwar dachten Forscher früher, dass die gesamte genetische Information in der Abfolge der Basen kodiert ist. Mittlerweile weiß man aber auch, dass viele andere Faktoren eine Rolle spielen und diese anderen Faktoren untersucht die Epigenetik. So ist zum Beispiel die DNA im Kern um Proteine herum gewickelt. Und diese Proteine können auf bestimmte Art und Weise verändert werden. Das führt zum Beispiel diese Veränderung dazu, dass ein Gen angeschaltet wird, oder eine solche Veränderung kann dazu führen, dass ein Gen ausgeschaltet wird. Und diese Veränderungen tragen dazu bei, dass sich zum Beispiel aus einer Zelle eine Leberzelle entwickeln kann oder eine Nervenzelle. Sie tragen aber auch dazu bei, dass Krebs entsteht. Mithilfe der Epigenetik hat man also einen Teil des Rätsels gelöst, wie mit der gleichen genetischen Information verschiedene Zelltypen entstehen können. Das war's leider schon wieder. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und ich muss gehen. Biotechnology, I got me, A Tam, Jack Wang, Jimmy Lee. Be up in Mrs. Gauchy's class, popping the pill. Before I was sick, but now I'm just plain ill. Yo, it was 05.